Ralf. Guten Morgen. Am Start Plau am See, direkt hier vom Campingplatz geht unsere Route lang. Da ist die Route und da ist der See. 188 Kilometer, keine 1000 Höhenmeter, da freuen wir uns mal drauf. Und nachher? Schwimmen. Richtig. Wird ein schöner Tag werden, gehe ich von aus. Mal sehen, wann wir hier ankommen. Wir sind ein bisschen spät dran heute Morgen. Wetter soll gut werden. Rauf auf die Piste. Ich fahren wird manchmal auch zum Abenteuer. Ralf ist artig hinter mir. Ja, sehr viel Spaß bis jetzt. Gott sei Dank kein Regen, wie angekündigt. So ist das mit den Wetter-Apps. Da muss man durchtreten. Da rechts im Gras ist besser. Ja. Zu sandig. So, 56 Kilometer haben wir. Kleiner Stopp wieder am Campingplatz. Die Route geht nämlich auch wieder durch einen Campingplatz, komplett durch. Da könnt ihr schön am Kiosk auffüllen. Danke. Jetzt haben sie Kleines. Ja, leider. Danke. Tschüss. Prost. Das Monaco des Ostens. Richtig fette Jochten hier. So, Halbzeit. Kameraübergabe, bevor der Kameramann auf der Fresse liegt. Ralf, wie ist es? Ja, hervorragend. Klasse Strecke. Also, zweite Hälfte, wa? Ja. Schöne Gegend. Kommt hierher, macht hier Urlaub. Bis gleich. Nein, Kühe sind nicht lila. Wisst ihr jetzt? Ein schönes Bild hier vom Garmin. Auch mal sein, Energie nachtanken, wenn wir schon nicht so viel Pause machen. So, 65 noch. Kleiner Stopp hier. Ich habe den Namen von dem Ort gerade nicht im Kopf. Aber die Rettung, das Eiscafé hier. Ralf hat gar nichts mehr in seinen Flaschen. Nee. Hat jetzt beschlossen, der nimmt eine Cola mit auf den Lenker. Ja, und normales Leitungswasser haben wir hier gekriegt. Auf zu den letzten 65. Eins ist mal klar, Seen gibt es hier genug. Ja? Nicht tanzen? Wir sind auf den letzten 15 Kilometern und ich möchte euch das zeigen. Der Weg hier geht direkt an diesem Blauer See vorbei und der Weg ist ja sowas von geil. Hier, guckt euch das an, wie schön. Schön abwechslungsreich. Wenn man so 175 in den Beinen hat, dann ist es schön, wenn das so ein bisschen flowig ist. Und auch Schatten. Und guck, hier ist der See wieder dahinter. Und da gibt es mal wieder Daumen hoch für den Scouter. Zurecht, zurecht, zurecht. Da irgendwo muss der Ralf auch sein. Der könnte mir ja auch mal Windschatten geben. Ah. Auf zum Finish. Abenteuerweg. Das gefällt mir. So viele coole Sachen kurz vor Schluss. Richtig gut. Also nicht beschweren, dass da ein paar Straßenpassagen dabei sind. Das geht nicht anders. Puh, eine Brücke. Uah. Aber es gibt auch genug coole Sachen hier. Geschafft. Da sind wir heute Morgen gestartet. Genau da. Und der Lutz hat sich gemeldet. Er ist gerade vor uns angekommen. Ha. Ja, schon ist gut. Naja, ich hatte 3 Stunden vor. Knapp verpasst. Ah. War eine gute Strecke. Dein Fazit? Was war deine schönste Sache von der Strecke? Wenn ich nicht so im Lack gewesen wäre, hätte ich den Trail zum Schluss mehr genießen können. Aber ich glaube, das war der schönste Streckenabschnitt. Im Lack ist unser Slang. Heißt, man ist nicht mehr so taufrisch. Die letzten 20 waren auch mein Highlight dieser Tour. Und das hat ein bisschen entschädigt, weil natürlich hier viel Asphalt war. Ja. Und Ralf? Ja, mir fällt auch nichts anderes ein, als die letzten 20 zu loben. Auch die letzten 20? Definitiv.
Ja, die letzten 20 gingen hier an diesem Plauer See direkt, an dieser Seekante lang. War ziemlich cool. Dann bleibt uns ja nichts als Klamotten vom Halse reißen und ab in die Dusche. Ab in die Dusche oder ab in den See. Ja, die Räder sehen auch aus wie so Gravelbikes aussehen müssen. Ne? Der Sand war ein bisschen tückisch. Ne? Also da mussten wir einmal schieben, Ralf und ich. Aber hallo. Dein sieht natürlich ganz sauber aus. Naja, total. Gerade wo Trinklagerbereich. Goldene Kassette. Junge. Ja, der kann. Wir müssen jetzt dringend wieder frisch werden. Wir verabschieden uns jetzt alle von dieser Tour. Fahrt den Orbit. Vielen Dank an den Scouter nochmal. Richtig gute Arbeit. Und bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen. Tschüss. Ah. Genau. 13 Schritte und da ist schon die Strecke. Ist das cool? Geht hier direkt am Campingplatz vorbei. So nah an einer Strecke zu zelten, ziemlich cool. Wobei der Campingplatz eine Frechheit ist. Sie haben jetzt über 200 Euro bezahlt für 3 Tage, obwohl wir nur 2 Tage da sind. Das verstehe ich, wer will. Also, Camping in Deutschland, ziemlich abzockend.